Hallo liebe Eltern und hallo liebe Freunde des Schuhwidu. Aus gegebenen Anlässen und weil uns ja das Thema Corona immer noch beschäftigt und wir auch in der letzten Zeit sehr, sehr viele Anfragen von nicht mehr internetwilligen Käufern bekommen haben, habe ich mir also jetzt zum Thema gemacht und für heute, für alle, die es interessiert, warum es doch den Vorteil hat, den Händler vor Ort zu unterstützen und vielleicht mal nicht willkürlich die große Auswahl des Internets zu nutzen. Wen es einfach interessiert, der bleibt dran. Hallo, ich bin Babette. Ich habe seit über 13 Jahren ein Kinderschuhgeschäft in Leipzig. Und versorge jetzt auch zu Corona-Zeiten meine Kunden mit passenden Schuhen. Wir haben also da verschiedene Dinge eingerichtet, dadurch, dass wir ja nicht zum Kunden, oder nee, nicht, das ist ja ganz andersrum, dadurch, dass der Kunde ja nicht zu uns kommen kann, kommen wir praktisch zum Kunden. Oder andersrum gesagt, wenn das Kind nicht zum Schuh kommt, dann kommt der Schuh zum Kind. Ja, unter der Prämisse haben wir also zwei super Serviceleistungen für unsere Kunden eingerichtet, die auch mega gut einschlagen und die natürlich auch von vielen Fremdkäufern oder Neukunden jetzt angenommen werden. Beste Beispiel sind also jetzt, ich sag mal, vermehrt Eltern, die jetzt auf uns zukommen, die sonst immer im Internet gekauft haben und jetzt sozusagen auf die Spur unserer Schuhprobiertüte gesprungen sind und sagen, was muss ich machen, damit ich das auch bekommen kann? Das ist also, ich sag mal, in dem Sinne auch furchtbar einfach. Die Eltern müssen halt uns ein paar Hausaufgaben zuarbeiten. Ganz einfach, weil wir ja nun nicht mehr den Kinderfuß vor Augen haben, den wir sonst jetzt hier im Geschäft begutachten dürften. Das bedeutet also, Eltern sollten ihre Kinder zumindest mal auf ein Blatt Papier stellen, Pappe, Karton, wie auch immer, die Füße körpernah ummalen. Und uns dann natürlich diese Daten mit Bildern der Füße zuschicken lassen. Die Füße sollten nach Möglichkeit bitte nackig sein, ganz einfach, weil die Zehenstellung sehr wichtig ist für die Auswahl der Schuhe. Und weil wir dann auch immer sehen, wie hoch ist eventuell der Spann, wenn dann noch die Vergleichsmöglichkeit einer Tempopackung mit daneben liegt, ist das super. Dann haben die Eltern sozusagen ihre Hausaufgaben vorbildlich erledigt und es gibt ein Bienchen. Ja, wie das in etwa dann so aussehen könnte mit dieser Schuhprobiertüte. Ich sag mal, wenn man natürlich Stammkunde ist, haben wir natürlich immer den Vorteil der Verkaufshistorie, wo wir also immer nachschauen können. Aber ich sage jetzt zum Beispiel mal, eine Kundin hat für ihr Kind Schuhe bestellt, für den Übergang mit Stoßkappe. Und da haben wir also jetzt hier verschiedene Farben mal zusammengetan. Wie man sieht, es soll für ein Mädchen sein. Da aber auch Mädchen mitunter auch mal, oder die Eltern insbesondere, dann klare Farben lieben. Jetzt muss ich ein bisschen balancieren. Sind wir jetzt also hier querbeet mal rausgegangen. Und dann gab es noch die Option eines Gummistiefels. Dadurch, dass wir wissen, dass die kleine Maus schmale Füße hat, gibt es also gleich auch noch eine Einlegesohle mit da rein, die die Eltern dann gerne mit probieren können. Und das wird dann alles aufgepippt. Jetzt lasse ich das mal alles so ein bisschen fallen. Zack, zack. Das ist wieder der Vorteil. Das ist dieses Rundum-Wohlfühl-Paket. Da gibt es noch 1, 2 passende Strumpfhosen im Design. Wir wollen ja Lust auf Frühling machen, ne? Vielleicht auch noch ein paar Söckchen. Und wer das mag, und das ist immer mit unverbindlich, sind auch noch ein paar Mützchen mit dabei. Also immer irgendwo abgestimmt auf das Ganze. Auf das ganze Sortiment, was wir euch da mitgeben. Wie gesagt, wir vermessen jeden Schuh. Also wir machen uns dann auch die Arbeit und gucken, dass das auch nach den Angaben oder für die Angaben der Eltern dann sozusagen stimmig ist. Diese werden dann bei uns abgeholt und innerhalb von 2-3 Tagen wieder zurückgebracht. Das heißt also, ihr bekommt auch nicht irgendwas in die Tüte gesteckt, sondern wir gucken schon auch anhand der Fotos und anhand der Maße, dass es passt. Wo gibt es das sonst noch? Ja? Zum anderen ist es natürlich, Corona wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile beschäftigen. So schnell wird uns das Thema höchstwahrscheinlich nicht verlassen. Deswegen bieten wir auch insbesondere für Laufanfänger unseren Lieferservice an. Das ist auch nochmal dieses extra super Wohlfühl-Rundum-Paket für junge Mamis.
ganz einfach, gerade wenn mein Kind jetzt laufen lernt, ich bin mir nicht sicher, was mein Kind für eine Größe hat. Brauche ich auch wieder die Angaben über die Fußgröße? Logischerweise, aber wir kommen dann ins Haus. Derzeit ist es ja so, eine haushaltsfremde Person darf sie ja besuchen. Und demzufolge machen wir das einfach und nutzen das aus und beraten euch dann sozusagen zu Hause. Natürlich gegen eine kleine Lieferpauschale, versteht sich, weil so ein Superservice kann halt nicht für nothing sein. Wir haben allerdings auch schon festgestellt, er wird gerne ausgenutzt. Also am liebsten hätte man den Lieferservice nur wegen einem Hausschuh. Liebe Leute, liebe Mamis, liebe Eltern, das geht natürlich nicht. Ja? Wir müssen hier mit unserer Zeit ein bisschen knaskern, wie auch immer, also knausern. Wir veranschlagen immer eine Stunde und eine Stunde für einen Hausschuh, glaubt mir, das lehne ich dann prinzipiell dann schon mal ab. Versucht also eure Einkäufe nach Möglichkeit zu bündeln. Sagt, wir nehmen dies und jenes mit und dann kommen wir natürlich liebend gerne. In dem Sinne ist es also immer vorbildlicher, besser, auch dem Händler mal vor Ort die Chance zu geben, als sich wirklich 20, 30 Pakete oder Sendungen nach Hause schicken zu lassen, die vielleicht ohnehin nicht passen würden. Ganz einfach, weil im Internet, der Unterschied der Größen geht ja schon los. Ihr bekommt nicht aufgezeichnet, fällt das Modell groß, klein, weit, schmal aus. Ja? Ist es für den Fuß überhaupt geeignet? Ihr wisst es nicht, es steht nicht dabei. So ausführlich sind die Informationen alle nicht. Also, gebt dem Händler vor Ort eine Chance. Und auch wenn es momentan mit Wartezeiten verbunden ist, ich bin leider chronisch unterbesetzt wegen Personalnot, das ist leider so, dann müssen auch mal meine Eltern leider etwas warten. Aber sie haben vollstes Verständnis dafür und dafür bin ich euch mega dankbar.